In unserer Reihe Kultur trotz Corona lernen Sie jetzt drei Schauspielerinnen kennen, die im Stile der Lassie Singers ihre wichtigsten Corona-Fragen singen. Antje Nicola Mönning, Mira Gittner und Marina Anna Eich leben ansonsten zusammen in einer Kommune, gemeinsam mit dem Regisseur Roland Reber, und machen unter dem Label WTP international unabhängig produzierte Autorenfilme. Die werden oft auch auf den Hofer Filmtagen oder in Cannes vorgestellt. Ja, was ist eigentlich mit Sex und mit der freien Liebe? Wir alle haben doch unsere sozialen und anderen Triebe. Wie sollen sich Tinder-Dates mit 2 Meter Abstand paaren? Die künstlerische Freiheit, wie können wir die so bewahren? Was ist mit unserem Menschsein? Ist ein Freund nun auch ein Feind? Weil in ihm vielleicht ja schon ein böser Virus keimt. Sind wir nur noch Zahlen in der Pandemie-Statistik? Oder ist im Leben auch noch etwas anderes wichtig? Jetzt haben wir nicht nur Angst vor Tod, wir haben auch Angst zu leben. Es muss doch auch noch andere Möglichkeiten für uns geben. Warum sind wir als Künstler nicht systemrelevant? Mit Filmen, Büchern, Mucke. Habt ihr den Lockdown überstanden? Die meisten Menschen handeln doch von sich aus ganz vernünftig. Zumindest offiziell sind wir Erwachsenen auch mündig. Wir brauchen keine Wachtops in denunzierenden Kontrollen, weil die meisten Menschen ja gesund bleiben wollen. Es gibt auch alte Menschen, die möchten selbst entscheiden, ob sie was riskieren oder allein im Zimmer bleiben. Wir waren und wir sind bereit, ganz vieles mitzutragen. Wir haben ja nur einige grundsätzliche Fragen. Wie soll es weitergehen? Was wird noch alles kommen? Welche Art Beschränkung wird dann wieder vorgenommen? Was ist mit der Berufsfreiheit, dem Recht, sich frei zu bewegen? Ist das nötig? Bestimmen nur noch wir in unser Leben? Ich habe aber eine Lösung. Um das Infektionsrisiko maximal zu minimieren, verzichten wir doch ganz auf Cast und Crew und ersetzen alle durch risikoarme Gruppen. Bitte Ruhe, wir drehen. Und bitte. Als Schwein lebe ich schon lange mit der Angst vor der Schweinepest. Wir werden gleich geschlachtet. Bei uns kommt gar nicht erst ein Test. Das wilde Autorenkino von WTP International ist auch on demand im Netz anzusehen. Damit ist